Hallo, hier ist wieder der Eyehelfer Touch und ich zeige euch heute, wie ihr so einen geilen Effekt hinbekommt. So, wenn sich die Icons so auf die, wenn ihr auf die nächste Seite switcht, dass so ein Effekt dabei herauskommt. Ja, das ist ziemlich geil. Und zwar ist das Programm, das zeige ich euch mal, ihr geht zuerst zu dir. Dann, wenn ihr in Studio seid, geht ihr auf die Suche und geht ihr erstmal auf Verwalten und geht auf Quellen. Moment, Quellen. Und edit bitte diese Source. Studio.xlize.com. Jetzt gebe ich auch nochmal in der Beschreibung an. Ihr geht auf die Suche und gebt dort oben als Paketname und Beschreibung BARREL. Dann steht das hier als erstes schon. Barrel. Ja, wenn ihr das installiert habt, geht ihr in die Einstellung und geht ganz runter, dann steht da Barrel. Das seht ihr da schon. Das klickt ihr drauf und dann gibt es hier noch andere Effekte. Ja. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Abonniert mich bitte. Das ist mir sehr wichtig, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ja, abonniert mich, Daumen hoch. Das wäre super nett von euch. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.